Ja, hallo bei Dieters Tagesschau. Natürlich habe ich die Nachrichten gehört von Daniel, ja. Ich kann es irgendwie im Moment weder fassen noch glauben. Ich kenne Daniel ja von früher und muss dazu natürlich sagen, er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat. Aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil. Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein, ja. Und ich habe mich dann manchmal damals echt gewundert, wie schnell das so hin und her ging bei ihm. Also vorstellen kann ich mir das schon in so einer Kurzschlusssituation, dass er das wirklich gemacht hat. Ich hoffe natürlich immer noch, dass irgendwie auf einmal jetzt kommt, den haben sie irgendwo gefunden im Maschinenraum oder keine Ahnung, ja, und es war nur Versehen. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid. Ich bin total geschockt, Leute, ja. Ja, hallo. Dieter Bohlen sorgt mit einem Statement zum Verschwinden von Daniel Kübelböck für einen Sturm der Entrüstung. Auf Instagram spricht der DSDS-Juror in einem Video über persönliche Begegnungen, Erfahrungen mit dem ehemaligen Schützling. Er sei total geschockt und könnte es im Moment nicht fassen, noch glauben. Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es dann eben auch das totale krasse Gegenteil. Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein, erinnert sich Bohlen. Für Entsetzen sorge bei den Followern allerdings nicht seine Schilderungen, sondern der Schriftzug seines Pullovers. Be one with the ocean, übersetzt sei eins mit dem Ozean, steht in Großbuchstaben auf seinem Hoodie. Im Anbetracht dessen, dass Daniel Kübelböck im Atlantik über Bord gegangen ist und die Chancen, den 33-Jährigen im eiskalten Wasser lebend zu bergen, nur gering sind, ein unpassender Spruch. Finden viele User, ist der Pulli Absicht oder Be One with the Ocean? Ernsthaft fragen sich die Follower.